Hallo Leute! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rautschaffel 1. Und wir sind jetzt am frühen Morgen aufgestanden, Red und ich. Wir wollten früh aus den Federn raus. Hallo Leute, das ist ja cool. Und heute ja, was? Geht's los. Ich muss hier noch kurz Essen mitnehmen. So auf geht's! Genau, hier auf geht's. Lol! Hier sieht man, wie das so ein. Das sollte ein Hochhaus werden, guck mal. Das weiß ich nicht, aber kann sein. Diese, ich bin hier in einem Baugerüst und das, wenn das hier ein Gerüst ist, guck mal, das geht ja eigentlich noch viel höher. Also viel tiefer, logisch. Also zu da oben lang gekommen ist, ich bin hier unten extra lang gesaucht. So, oh Gott, jumpen ran wieder. Hier so mäßig. Oh ja, über ein Nester. Ja, wir stürmen jetzt hier eigentlich die Baustelle praktisch. Alter, können wir hier Ziegel auf den Kran. Oh ne, da sind schon wieder Ratten. Ich hab keinen neuen Speer, ne? Du musst hier das machen, ne? Ich will keine Ratten. Ja, dann wirst du dir gleich einer begegnen. Hä, hey, Leute, die sind voll klein. Da haben wir aber schon größere Exemplare gesehen. Ja, oh, ein Hinweis, mein King. Digga. Lese das mal durch, Junge, das ist komisch. Liest du das durch? Ich lese mir das nebenbei durch, natürlich. Ich werde die Story das verstehen. Einfach. Scheiße, jetzt Jump'n'Run. Wir haben beide verkackt. Die Jump'n'Runs werden immer schwieriger, ne? Scheiße. Aha, du bist scheiße. Hast du es geschafft? Ja, ja. Easy. Ich hab's immer mit Jump'n'Runs nicht so. Mit PvP auch nicht. Du hast es mit keinen Sachen. Also mit Jump'n'Runs hast du es nicht, mit PvP hast du es nicht. Ich wollte gerade SCRG drücken, um meinen Auftragskiller-Sinn zu verwenden, wie ein Hitman. Das war's komplett an der Stelle. Ach, jetzt habe ich die erste geschafft, aber die zweite nicht. Juhu! Komm mal da hinten, ist da irgendwas? Ne, bestimmt nicht, oder bestimmt schon. Ja, okay, hier hört's auf. Ja. Oh Gott. Ich habe richtig gehört, wie du konzentriert deine Tastatur reingeschäppert hast. Hier habe ich auch immer richtig. Musst du konzentrieren halt. Ja, manchen habe ich auch gesehen. Ich meine aber auch eine echte Ratte. Naja, ich habe manchen gesehen. Das ist eine krasse Ratte. Das ist asozial jetzt hier. Ja, absolut nicht. Oh, eine Kiste. Ich bin mehr so. Alter. Das Einzige, was ich oh, kann, Dixie Klo. Bauen. Lass das mitnehmen. Mein King, ah! Oh Gott. Aha. Nee, lass mich. Ich hab. Das sieht richtig komisch aus, wie du hier hochrennst. Du rennst auch so komisch. Ich bin Erster. Ja, schon klar, du hast auch gefangen. Oh, hier ist ein Haus. Boah, können wir das mitnehmen? Da braucht ihr einen Schlüssel. Ah ja, benutze einen Kranschlüssel. Auch eins. Ah, hier geht's weiter hoch. Ah, hier ist eine Seilbahn. Ja, ich sehe es. Oh, hast du dein Zipline-Tool mit? Ah, ich habe es auch dabei. Cool. Ich habe jetzt immer mit. Oh, hier ist Graben. Loot. Oh, ein Hinweis, 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 Hinweis. Oh, ein Bauplan. Für was ist das? Keine Ahnung. Elektro. Oh mein Gott. Ja, Digga, Elektro-Grill. Weil, weißt du, was ich als erstes gelesen habe? Was? Nee, Elektro-Grill. Oh. Ich dachte, hä? Was ist das denn da jetzt? Los? Mikey, hier ist noch was, hier ist noch was. Du bist dran vorbeigelaufen. Wo? Da, guck, komm mit zum Schuh. Ja, Leute, bist du so dumm. Ah, scheiße, du musst auch damit mit hoch. Ah. Wieso geh ich jetzt wieder runter? Ach so, ach Mann. Karma kassiert. Ich bin beim Redi... ich kann nicht mehr hoch. Ah, ist das eine Seilrutsche? Nee, das ist keine Seilrutsche. Boah, hier ist ein... Oh, ich bin fast runtergefallen. Ah, lol. Wow. Was ist das denn hier? Das hier war. Digga, ich komme mir so vor, als wäre. Ist dir gefallen? Ich bin so richtig dämlich gesprungen und dann so zur Seite gelenkt und dann bin ich in der Luft zur Seite gegangen. Na, ich komme wieder hoch. Wie viel Fahrschaden bekommt man, wenn man hier ganz runterfällt? Bekommt man Fahrschaden im Wasser? Try's, komm, wir try's beide. Oh, nee! Ich bin ohne. Nee, bekommt man nicht, im Wasser nicht. Das war so eine Lücke. Oh, Leute, hier ist ein Qual. Also im Wasser. Mikey, hier kann man tauchen. Wo bist du? Gott. Hilfe. Hallo, Wanking, wo bist du? Kommt man im Wasser jetzt Fallschaden oder nicht? Weil ich habe ein Problem. Im Wasser bekommt man keinen Fallschaden. Ich spring jetzt. Komm, spring von dem Klotz runter. Moin. Oh mein Gott. Alter, wie weit unten du bist? Komm zu mir. Hier sind nämlich Quallen. Guck mal, die leuchten. Ich glaube, wenn die von der Lampe angeleuchtet werden, dann gehen die zur Seite. Guck mal. Lustig. Ihr seid ja coole Tiere. Oh, hier ist ein G. Ah ja, Krepper. Der Krepper war hier. Der Krepper? Oh Gott, was war das? Alter. Was bist du?
schlimm. Ein Lampenfisch. Hä? Der backt sich. Hä? Wieso ist der so schnell? Aua, der macht Damage. Ja, Bro, es ist ein Fisch, was erwartest du? Die sind unter Wasser normalerweise schnell. Stirb. Wie hält denn der aus? Ja, er ist tot. Oh, ich ertrinke. Oh, scheiße. Hä? Überhaupt? Oh nein, ich komm doch, nicht da, ja, Mikey, hier ist eine Boje, hier. Oh. Oh mein Gott. Ich bin fast tot, Junge. Alter. Ja, jetzt wieder rausgeschwommen kurz. Da sind Kisten hinter der Wand. Oh, hier können wir einfach durchlaufen. Alter, richtig viel Loot. Biokraftstoff. Oh, eine Ah, ich hab 2 Cocktails bekommen von hier. Oh, geil. Boah, geil. Aber ich glaube, hier war er ja auch nicht mehr. Hier war der Krabber auch. Der Krabber? Wie ist der Krabber? Der Krabber ist der, der alles klaut. Das ist der. Oh, Leute, was liegt denn da? Eine Glühbirne. Oh. Teil eines Scheinwerfers. Was ist Alter, das? Das knallt hier mal so. Zeit. Hauptsache, hier ist so ein Fernseher. Erstmal nochmal Luft tanken. Hä? Oh. Ah ja, guck mal, hier sind so Luftblasen. Hier können wir Luft holen, Mike King. Okay. Ja, ja, hier füllt sich unsere Luft auf an diesen Luftblasen. Wo bist du? Ah. Ich bin hier so ein bisschen... Ja, mir ist nichts mehr. Schade. Aber hier an solchen Luftblasen kann man seine Luft auffüllen. Das ist ein hier geht's auch praktisch. Oh Gott, da ist so ein fetter... Aua, lass mich doch in Ruhe. Ich hab nichts getan. Ich bin kein Fisch. Oh, das sind Schwallen. Wo bist du? Der Anglerfisch greift mich an. Hä, wo bist du? Aua. Alter, der Dude rastet richtig Hilfe. Ich glaube, ich sterbe. Ah, da. Oh mein Gott, bitte nicht. Oh Gott. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich bin ein friedliebender Mensch. Aua. Ein okay, friedliebender meine King. Ich kann nicht raus. So. Zu. So, ich helfe dir. Ja, was explodiert hier nicht an? Ich versteh's nicht. Keine Ahnung. Das Rätsel werden wir bestimmt noch lösen. Oh ne, jetzt kommen die Quallen hier alle her. Ah, guck mal, hier ist ein Fahrstuhl. Die chillen euer Leben, ne? Quallen. Ah ja, hier geht mein King, 2. Etage. Oh ja, hier kann man wieder Luft holen. Das ist sehr schön. Ich soll mal Luft haben. Hier kann man Luft holen. Oh nö, hier ist schon wieder so ein hässliches. Oh Gott, Alter. Ja, aua. Dann. Tschüss. Er ist tot. Oh, ich habe so einen Kopf bekommen. Ja, ich habe auch so einen Kopf. Das ist cool, ne? Nö, ich setze meinen Zylinder wieder auf. Oh, okay. Ah, Mike King, ich hab einen Weg ins Haus. Ins Haus? Oh, ein Jump'n'Run. Nochmal. Nein, bitte nicht. Nee, kein Jump'n'Run. Ah, hier sind Räume, die noch nicht untergegangen sind. Ja. Ich glaube, das Haus haben die nicht gebaut, sondern das wollten sie renovieren, so wie das hier aussieht, oder beziehungsweise, ja. Ach, da ist ein Jump'n'Run. Noch ein Teil eines Scheinwerfers. Wie viele Scheinwerfer wollen wir denn hier zusammenbauen? Ja. Genug scheinbar. Oh, die Tür ist zu. Die ist offen. Ah. Oh, Loot. Oh, noch ein Geschenk, Alter. Oh, Mike, ich habe ein Geschenk für dich. Ein Geschenk? Hier. Hyperreste. Oh, geil. Die schreibe ich mir schön rein. Oh, hier ist noch ein Schein. Oh. Tobi fühlt sich sehr geehrt. Ja, das war's jetzt schon. Also, ja. Und jetzt, nächster Storypoint. Hä, echt? Nee. Also. Was ist das gewesen? Oben konnten wir so einen Kranschlüssel benutzen. Hä, warum sollte das jetzt schon gewesen sein? Nee, keine Ahnung, weil wir nicht Kran fahren können. Ja, aber wir brauchen ja einen Schlüssel halt und müssen dann nur noch benutzen drücken. Komm, lass uns mal hier rausgehen wieder. Alter. Ein Fenster kann man da raus. Das explodiert hier die ganze Zeit. Ja, Explosion halt. Ach so, wir müssen ja den Fahrstuhl wieder runter. Lol. Oh mein. Ah, die Quallen sind gerade weg. Scheiße, die kommen gerade hier wieder hin. Oh, oh Gott. Hör, hier kommt der Luft holen. Leute. Tun die weh? Da unten. Ah ja, hier unten geht's weiter, mein King. Da unten ist auch Luft, komm mal mit. Jetzt zu den Scheinwerfern. Hä? Ah, ich habe hier Licht hingemacht. Ah, guck mal, jetzt gehen die wieder aus dem Gang raus. Oh, geil. Blubber, blubber. Und guck mal, blubber. Die sind jetzt dort weggegangen von dem Ding, weil ich dort einen Scheinwerferteil reingebaut habe. Das ist sehr gut. Ja. Vielleicht ist das die Challenge. Wir müssen da einfach immer weiter runter und müssen das bauen. Immer mehr erkunden. Ist hier noch mehr? Ah ja, hier geht's weiter. Ich finde Tauchen so gruselig. Ich habe einen Bauerhelm. Ich habe einen Bauarbeiterhelm. Darf ich den? Du hast einen Zylinder.
Baustellenhelm. Ja klar, ich habe meinen Zylinder. Ciao. Okay, cool, dann habe ich auch einen Hut. Hast du den denn getroffen? Damit man es in der Aufnahme sieht? Ja, man sieht's. Oh mein Gott. Kann ich den anziehen? Ich will den haben. Mein Inventar ist auch schon fast voll. Hier eine Melone kann ich essen. Wo? Hast du den jetzt gedroppt oder? Ja, liegt doch der liegt hier. Bin ja dumm. Alter, wie cool. Ich habe jetzt einfach so einen Baustellenhelm an. Lass jetzt hier reinschwimmen in das Loch, oder? Wobei hier unten ist auch noch mehr. Warte mal. Ah, oh, ich muss mich kratzen. Danke. So, Luft und hier geht's weiter. Mir ist das gerade gar nicht recht eigentlich, dass wir so tief unter der Erde sind. Ja, me too. Und wenn ich hier einmal diese Luftdinger nicht da sind, sind wir einfach tot. Ah, hier sind wir unter unserem. Hä? Oh Gott, ich dachte, was war das? Ich dachte gerade, ich hätte richtig Schaden bekommen oder so, nicht. Aber das war einfach nur Vibration. Guck mal, hier unten ist noch mehr Luft. Das muss was heißen, dass man so tief tauchen kann hier. Ja, wie scheiße hoch waren denn auch diese freaking Hochhäuser? Alter! Oh mein Gott, da drüben ist auch noch. Da, guck mal, hier drüben kann man rein. Alter, ist das creepy. Lecker so ein Arm, meine Stimme wird ein bisschen zu, aber meine Nase ein bisschen zuer wird. Ja, und ich werde halt müde. Merke ich. Ah, hier geht's weiter runter. Hier geht's rein, mein King. Oh, hier ist ein Garagentor. Können wir das öffnen? Doch, da. Benötigt Einschlüsse zum. Ah, okay. Hallo, wie legst du den Hut auf? Was cool. Ja, ne? Weil ich bin jetzt. Lass in das Loch dort oben gehen, weil wir oben frei gemacht haben. Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das. Erstmal so ein schönes Essen hier unter Wasser geben. Überreste. Aber mich würde wirklich interessieren, was denn hier die ganze Zeit so vibriert, oder? Ja, das kriegen wir bestimmt noch raus in der Story, oder? Was meinst du? Ja, vermute mal. Ich dachte, wir kriegen das noch raus. Wir gehen mal hier rein. Warte auf mich. Oh, ich muss zur Luft, sonst sterbe ich beim Ski. Ich warte dort. Nein! Ich will nicht sterben. Musst du schneiden? Ja, ne? Also du nimmst auf. Ja, ich nehme auf. Ja, nur fragen. Also, hast du eine Taschenlampe bei? Ja, ich habe einen Baustellenhelm mit Taschenlampe. Ich bin mega OP jetzt. Diese Kühltruhe unter Wasser. Die ist bestimmt auch gut alles. Ah, hier ist ein Boje, hier geht's hoch, mein King. Wieder geile Überreste für mich. Ah ja, hier geht's weiter. Hinweis. Der Kreber war hier. Hier ist wieder ein G. Hä? Ich hab Schaden bekommen. Ja, hier, das ist hier mit Nägeln, so. Du musst aufpassen. Ah, ja. Oh Gott, das sind die Alter. Oh Gott, alles. Hier sind ja voll viele Fallen. Bruder, welcher Psychopath war denn hier aktiv? Daydreamer? Hallo? Ja, der Kreber. Ja, und Daydreamer. Daydreamer ist der Gräber, der wollte mich umbringen. Ja. Hallo, Daydreamer. Ah ja, guck mal, er hat ja gerade gesagt, er verteidigt sein Nest. Oh Gott. Aber der gibt uns wieder so einen Saft und dann sterben wir. Aua. Er mixt uns da was zusammen. Das immer so hört. Au. Ah, ich glaube hier drüber, oder? Ja. Du musst hier hoch. Ja, findest du es? Wo? Hier hoch. Red, hallo. Hey, wie kommt man da hoch? Stahlträger. Ich habe übel Angst, in irgendwelche Fallen reinzurennen. Ja, true. Ich habe Angst vor Daydreamer jetzt. Michael, stopp! Oh Gott, Alter, aua. Da war eine, guck mal, hier unten war eine Leine gespannt. Da war eine Leine gespannt, die habe ich gesehen. Guck mal, die geht jetzt wieder hoch und da ist die Leine plötzlich wieder da. Lol. Oh mein Gott. Holy shit. Alter, ich habe so Angst jetzt. Wir müssen richtig aufpassen, wegen diesen Leinen. Zum Glück haben wir Licht. Aua. Hä? Guck mal, da ist so eine Falle an der Decke. Ja, hier sind zwei Seile sogar. Oh mein Gott, ich habe das eins ausgelöst, weil ich aus Versehen gesneakt habe, anstatt gesprintet. Ich habe ein Mango-Mama. Nee, Mango-Nana. What the fuck? Das ist ein Cocktailgetränk. Können wir unten durchsneaken? Hier können wir sneaken, ja. Boah, exakt. Scheiße. Alter, was hat denn Daydreamer wieder erfahren, dass er hier so Psychopathenspielchen mit uns spielt, Alter? Ich glaube, was haben wir dem getan, dass er solche Spielchen mit uns spielt? Saw, Alter. Ich bin sozusagen Saw und Daydreamer ist Saw halt. Hast du so geguckt? Nicht, ah Gott, ach, ich dachte, er hätte Schaden bekommen. Ich denke jedes Mal, ich krieg Schaden, weil es so wackelt, aber das. Ja, mach so. Zugseil.
Ja, er hat es genau. Oh Gott, was. Oh. Ja, so willst du dem Thema. Was macht das da jetzt hier? Ach, hinter uns, hinter. Oh, das ist, bist du wahnsinnig? Ja, nee. Ich werde dich mit einfach so One-Hit oder so. Ja, imagine. Ich renne einfach noch rein. Alter, imagine jetzt hier jemand hoch zu seinem scheiß Bett bringen, Alter. Junge, ich bin fast tot, ne? Ich hab Hälfte Leben. Echt? Ja, stimmt, ich auch. Ja, ja, die hat Hälfte Leben gemacht. Scheiße nicht. Hier ist ein Kabel, ne? Aua. Ich hab sie gefunden. Junge, ich bin fast tot. Wieso sagst du mir nicht, dass da irgendwas ist? Ja, ich hab doch gesagt, da ist ein Kabel. Ja, das Kabel habe ich auch gesehen. Ich wollte aber nicht, ich wollte wissen, was das macht. Ja. Weil ich nichts gesehen habe. Oh, wo geht's denn jetzt hier hin? Hier ist Loot. Bauplan. Hauptsache Loot und Notiz. Nur eine krasse fortgeschrittene Taschenlampe. Wir haben eine fortgeschrittene Stirnlampe, mein King. Geil. Guck mal, hier ist noch so ein Helm. Oh ja, das ist mein Kumpel, der hier. Arbeitskollege. Ehemaliger Arbeitskollege, woher? Oh ja, stimmt. Digga, dieser Typ, der das eingesprochen hat, was muss der sich auch dabei gedacht haben? Der muss sich auch richtig cool. Oh, hier vorne ist noch mehr Loot. Oh, geil, viel Loot. Die Fallen sind irgendwie weg. Nee, die fahren hier, glaube ich, noch nicht. Was? Hä? Nein, mein Inventar ist voll. Viking, also. High-Happen haben wir schon. Kann ich irgendwas geben? Wobei, nee, das können wir auch wegschmeißen, die Baupläne. Die haben wir ja jetzt. Wobei, nee, das riskiere ich lieber nicht. Kann sein, dass es irgendwie rumbackt, dass man erst aufs Schiff gehen muss dafür. Ja, besser nicht. So. Du hast gesagt, du hast so einen Kopf, ne? Von so einem Viech. Ja. Das mal. Hast du einen Steinpfeil? Nee, ich habe einen Metallpfeil. Gebe ich dir den Metallpfeil? Hast du irgendwie Metallerz oder so? Ja, also nee, Erz nicht. Ich habe Metallbarren. Ah, nee, Erz habe ich auch. Erz habe ich auch. Dann gebe ich dir hier das. Gib mir mal deine Barren. Da hast du auch ein bisschen Platz frei. Hast du Glas oder Scharniere oder ich so? Ich hab Glas, beides. Gebe ich dir das. Gib mir mal Scharniere. Bolzen. Habe ich einen. Dann gib mir den einen. Hast du Seetang? Nee. Hast du Glibber? Nee. Ich hab Biokraftstoff. Ja, gebe ich dir. Hast du irgendwie Durst? Ich habe irgendwie 4 verschiedene Cocktails dabei. Alter, what? Ja, ich habe die immer in die Kisten bekommen. Ich habe eine rote Melone, ich habe einen Kokosnussschlag, ich habe einen Erdbeer-Colada, ja, und ich habe einen Silber-Smoothie. Dann passt das. So, ich trinke auch einen, weil ich bin... Ja. Ja, okay, das passt, glaube ich, so. Erstmal, oder? Ja, ja. Wieder eine Taschenlampe. Hinten ist weiter, hier ist das G wieder. Alter, das ist so creepy hier. Ja, es ist wirklich nicht ganz ohne. Erstmal nach Fallen abchecken. Stimmt. Oh, hier ist eine Tür. Ah, guck mal, was hier ist. Achso. Wow. Oh, Achtung, hier sind wieder Fallen. Ah, hier ist ein Ausgang. Ja, toll, und jetzt? Ja, und jetzt haben wir einen Ausgang. Wir sind verdammt weit unten. Lass erstmal wieder reingehen. Hä? Okay. Ich sehe nichts. Oh mein Gott, das sind ja Fallen. Oh Gott, ich musste aufpassen. Easy. Wo willst du? Ah, ja, hier geht's ja noch weiter. Ah, ne, noch nicht. Aber hier. Ist jetzt hergekommen, aber da hinten. Hier. Ne, wir müssen raus, oder? Ja, weißt du nicht, dass wir noch irgendwas übersehen haben? Hier oben ist ja auch nichts mehr. Oh, meine Taschenlampe ist weg. Schade. Wir haben den Vorteil, dass es Nacht ist und dass wir halt dann sehen, wo wir lang müssen, weil da, wo wir ja, noch nicht waren, leuchtet irgendwas. Das ist eine Schatzkarte. Wir müssen einfach viel weiter runter. Oh mein Gott. Ja, bin ich. Ich bin wieder weiter unten. Ich bin jetzt wieder bei denen seinem Platz, ne? Also, wo bist du jetzt? Dann lass mal rausgehen, erstmal auf Raft gehen und saven, was wir an Items haben. Wo bist du denn jetzt? Ich bin wieder zurückgegangen. Warte, ich gehe wieder. Ich komme wieder zu dir. Okay. Digga, das Spiel alleine würde ich aber auch nicht spielen wollen hier, also. Ja, true. Guck mal. Da scheiße ich mir aber auch, wie sind die Hose. Guck mal, wieso gehst du denn jetzt? Ich hab die Schatzkarte gesehen, ich hab die gesehen. Guck mal, hier sind Quallen. Ey, kann man rein? Da wart ihr. Nee. Doch. Brr. Ja, lol, wir sind genau gegenüber von unserem Eingangspunkt rausgekommen, ne? Ja.
Wie wissen das? Schafft man das jetzt hoch? Ah ja, hier ist oben. Hier ist oben. Aua. Hallo. Oh, ja. Ja. Alter, was macht ihr denn da? Ich bin erschreckt. Ich dachte mal, was ist das, Alter? Ich hab ihnen gesagt, wir sollen aufpassen. Alter, och, Leute. Einmal mit Profis. Oh Gott, Alter. Du lieferst einmal die mit Profis, bitte. Ich hab dir heute Mittag gesagt, du sollst aufpassen. Nee. Lass nicht. Oh, nein. Ja, die haben da ein bisschen Probleme, Leute. Wo sind unsere. Achso. Ich dachte gerade, wo sind unsere Kisten hin? Wo ist das Raft? Es ist praktisch um die Ecke. Ja, ich bin zur falschen Seite geschwommen, scheiße. Tja. Der Hai bringt mich gerade um. Gemütlich. Was ist das für ein Hai? Kommt schon wieder Hilfe. Ah, lol. Nee, hier kannst du mich nichts. Du musst dir vorstellen, ich hab so hinter mir so die ganze Zeit oben so eine Matratze und die da einfach umgekippt und mir auf den Kopf geflogen. Geil. Und ich sitze hier so ganz chillig am PC, spiele irgendwelche scheiß Horrorspiele und plötzlich fällt mir irgendwas auf den Kopf von irgendwo weit oben. Oh mein Gott. Ich hab ihn genau aufpassen. Ja, richtig so, Wolf. Alter, hier ist voll das Loch. Ich repariere mal hier kurz, da war schon mal geknabbert hat. Ich weiß noch nicht, wie es bei dir aussieht, wie lange du heute noch aufnehmen willst. Also ja, wie gesagt, ich würde hier so einen kleinen Zwischenstopp machen. Dann können wir den Rest bei deiner Folge machen. Ja, naja, ich meine generell heute. Achso, ja. Wie es bei dir da aussieht, wie du... Wenn du jetzt sagst, okay, du willst jetzt nicht mehr so viel machen, dann müssen wir uns halt nochmal einen Termin machen für die Woche halt, so dass wir da nochmal aufnehmen. Ist so. Wenn es halt, ja, ich müsste also, halt noch eine haben, dann hätte ich für die nächste Woche alles vorproduzieren. Echt? Wie viel hättest du denn? Wie viel hast du denn dann? Ich habe jetzt schon zwei, das wäre die dritte und dann hätte ich vier. Obviously. Ja, aber wir müssen ja noch zwei aufnehmen. Wobei ich meine ja, dann relativ uncut lassen würde hier und so. Ah, ja, das hier auf jeden Fall. Deine nächste wahrscheinlich auch, weil da gehen wir jetzt dann auch nochmal runter. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nämlich auch echt müde so selber heute mal. Ja klar, du bist krank. Also da müssen wir mehr auf dich Rücksicht nehmen. Wie viel kannst du denn noch? Ja, willst du noch eine Folge mit dich machen? Dann wollen wir sagen, ist gut, oder? Ja, warte mal, wir müssen mal gucken, wie weit kommen wir denn jetzt mit dem jetzigen Stand der Dinge. Ja, okay, Leute, ich mache erstmal kurz noch die Antwort. Genau. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, hier bei unserem krassen Wolkenkratzer-Ding, dann lasst doch unbedingt gerne... Wolkenkratzer-Ding. Ja, Bruder. Dann lasst doch gerne der Forschungstisch? Und ein Abo da. Und schaut unbedingt die Playlist, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wieso ist das Lahm so traurig? Oh. Ah, jetzt kannst du essen, jetzt bist du wieder happy. Ja, das ist doch schön. Ja, jetzt spritzt das auch so Wasser, cool. Nevermind. ja, ich bin abgelenkt geworden. Schaut bei Rap vorbei, schaut in die Playlist und dann würde ich sagen, was mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Tschüss.